Dies ist unser Tutorial zum Umgang mit dem Taschenrechner. Zum Anfang möchte ich hier erstmal allgemeine Regeln vom Taschenrechner mitgeben. Erstens, der Taschenrechner ist eine Leihgabe der Schule. Behandle ihn also so, dass nachfolgende Schüler ihn auch benutzen können, wenn du ihn wieder abgibst. Das heißt, du solltest ihn sorgsam behandeln, nicht werfen. Transportiere den Taschenrechner nur in aufgeschobener Hülle. Das verhindert einmal böse Kratzer und schont die Tasten und den Druck auf den Tasten. Des Weiteren empfehle ich, den Taschenrechner nicht zwischen Büchern einzuklemmen und einfach reinzustecken in die Schultasche, sondern guckt mal, ob ihr ein extra Fach findet, wo der Taschenrechner alleine drin ist oder nur mit anderen Dingen und nicht so viel Druck bekommt. Denn es kann passieren, wenn ihr den zwischen Büchern steckt, dann drückt sich das Ganze zusammen und es kann böse Kratzer machen oder sogar den Display beschädigen. Als letztes, nutzt den Taschenrechner nur, wenn es notwendig ist und wenn der Lehrer gesagt hat, dass ihr ihn ausdrücklich nutzen sollt. Das heißt, kein unnötiges Spielen und kein unnötiges Tastendrücken. Also gerade solche Spiele, wer am höchsten zählt, sollte man unterlassen. Beziehungsweise einfache Aufgaben wie 3x3 oder 5x2, das solltet ihr bitte weiter im Kopf machen und nur das wirklich Schwere solltet ihr mit dem Taschenrechner machen. Und das wäre es erstmal von unserem ersten Video. Jetzt geht es gleich zu Nummer 2, nämlich die Grundfunktion und die Bedienungen. Macht's gut, tschüss!